Ihr habt mich ausgewählt für den Marienhof. Danke. Ab September bin ich dabei. Lilly heißt unsere Neue und sie ist echt hübsch. Und ganz schön anspruchsvoll. Aber ich krieg sie schon noch in den Griff. Eins weiß ich, Lilly wird sich in mich verlieben. Aber wer sie dann am Ende abkriegt, das ist doch klar. Ich. Ich weiß schon, was passieren wird. Lilly wird nämlich... Das wird noch nicht verraten. Schaltet einfach den Marienhof ein. Bis bald. Viel passiert. So, mein Schatz, viel Spaß in der Schule. Und wenn du beim Vorspielen genauso toll bist wie gestern Abend, dann darfst du bestimmt bei Jugendmusiziert mitmachen. Hm? Tschüss, mein Bärchen. Tschüss. Tschüss, mein Schatz. Muss auch langsam mal los, kleiner Mann. Kann ich die Müll runterbringen, Papa? Was ist denn mit dir los? Da bist du denn scharf darauf, den Müll runterzubringen. Aber ich will mal nicht so sein. Komm. So. Ah, warte mal. Hier, das kannst du auch gleich mitnehmen. Was ist das denn? Was macht denn das Laken hier im Müll? Sag mal, ist das deins? Hast du etwa... Ich meine, das wäre ja nicht so schlimm. Ich hab eine Limo ausgekippt. Ist ja nur Limo. Das kann doch mal passieren, dass man eine Limo ausgibt. Kein Wort zu Mama, bitte. Okay, das bleibt unter uns Männern. So, jetzt ab in die Schule. Tschö. Tschö. Mama? Ja, Mama. Natürlich, aber... Ja. Perfekt, ne? Entschuldigung. Selbstverständlich ist das selbstverständlich, dass man sich in einer Familie gegenseitig hilft. Ja... Gib ihn mir noch mal. Tschüss. Die sind doch viel zu billig ausgezeichnet, oder? Um Himmels Willen. Alle? Ich habe deine Kundin an der Kasse. Die besteht darauf, die zu diesem Preis zu kaufen. 10 Pakete. Jakob! Okay, es geht klar. Es geht klar. Natürlich kannst du dich auf mich verlassen. Schick sie mir ruhig für ein paar Tage vorbei. Ich mach das schon. Was? Heute? Ja, wenn Mama das gesagt hat, bitte, gern geschehen. Wiederhören. Auch das noch, ich bekomme ein Kind. Ja, ich habe heute Abend das Shooting. Ja, genau, für die Abschlussklasse, für die Modeschule. Ja, Greta hat mir erzählt, dass du ihr für ihre Fotos die Scheinwerfer geliehen hast. Ah, dann kann ich also meinem Fotografen sagen, dass er sie bei dir abholen kann. Danke, ciao. Oh. Darf ich das schon abräumen? Ja, klar. Danke. Mann, das ist doch voll der Schleimer, dieser Raoul. Wie kommst du denn darauf? Der ist doch einfach nur nett und zuvorkommend. Du kannst übrigens sagen, was du willst. Ich finde, die beiden wären immer noch ein super süßes Paar, Andrea und er. Naja, wenn der Annika nicht wäre. Mhm. Kannst du mir auch sagen, warum? Vielleicht wegen der Größe oder so? Ja, zum Beispiel. Du, ich muss jetzt los. Ich habe super viel zu tun wegen heute Abend. Kannst du bitte zahlen? Ja, klar. Du, sag mal, sowas ist dir wichtig, oder? Was? Ja, dass Leute größenmäßig zusammenpassen. Ja, klar, sieht doch auch irgendwie besser aus, oder? Ja, ciao. Ciao. Oh, sorry. Ich hab dich übersehen. Sorry. Kein Problem. Kann mir mal passieren, dass man wen übersieht. Die Matratze war auch noch nass. Der muss mitten in der Nacht aufgestanden sein und sein Bettlaken gewechselt haben. Und ich musste ihm versprechen, dir nichts davon zu erzählen.
Warum macht er jetzt plötzlich ins Bett? Das hat er doch sonst nie gemacht. Da stimmt doch was nicht. Wir machen ihm zu viel Druck. Ach, Frank, bitte, jetzt werd nicht gleich hysterisch. Das kann bei Kindern in dem Alter schon noch mal vorkommen. Ja, aber... Vielleicht hat er geträumt, dass er auf der Toilette sitzt oder sowas. Also für mich ist das ganz klar. Dem ist das alles zu viel. Timmy ist gerade erst in die Schule gekommen. Die Schule macht er aber mit links, Frank. Ja, schon. Aber trotzdem ist das eine völlig neue Lebenssituation für ihn. Da soll er dann auch noch die ganze Zeit Klavier üben. Klavierspielen macht ihm aber Spaß. Da bin ich mir mittlerweile nicht mehr ganz so sicher. Wie bist du denn drauf? Natürlich macht es ihm Spaß. Ich meine ja nicht das Klavierspielen an sich, sondern das Ganze drumherum. Jugend musiziert und dieses hochbegabte Internat. Okay, was sollen wir deiner Meinung nach jetzt machen? Seine Talente verkümmern lassen? Nur weil er einmal ins Bett gemacht hat? Nein, natürlich nicht. Aber wir könnten es ein bisschen langsamer angehen lassen. Frank, hochbegabte Kinder müssen gefördert werden. Die brauchen Herausforderungen. Ich weiß es nicht. Wann spielt Timmy denn noch mit seinen Freunden? Okay, ich rede heute Nachmittag noch mal mit ihm, ja? Aber ich habe dir nichts von dem Laken gesagt. Nein, natürlich nicht. Und wenn Timmy bei diesem Wettbewerb nicht mitmachen will, dann lassen wir es ihm, ja? Ich bin nur der Patenonkel. Lilly ist die kleine Tochter von meinem Cousin Jakob und der geht für Ärzte ohne Grenzen einen Monat nach Afrika. Und jetzt weiß er nicht, wohin mit der kleinen Lilly-Maus. Da muss halt der Onkel Thorsten ran. Und die Kleine bleibt einen Monat bei Ihnen in Köln? Ein paar Tage wäre ja ganz okay gewesen, aber naja, was tut man nicht alles für die Familie? Hm? Thorsten Fechner als Ersatzpapa. Was soll denn das heißen? Ich kann ganz gut mit Kindern. Mit der kleinen Lilly konnte ich immer ganz prima. Ein süßer kleiner Fratz. Na dann. Ich kann mich noch genau an Ihre Einschulung erinnern. Ich bin damals extra nach Hamburg gefahren. Wie sie da stand, in ihrem gepunkteten Kleidchen. Kaum größer als die Schultüte. Aber das muss schon eine ganze Weile her sein. So Anfang der 90er. Anfang der 90er? Ich denke, Sie kommen hier schon alleine klar. Ich muss zur Kasse. Das sind ja über 10 Jahre. Dann ist jetzt mindestens 17. Die kleine Lilly Maus. Ja, fahr halt! Hi, na, will er nicht? Scheiße, Karre. Was hat er denn? Du, ich dachte, du bist so mit den Vorbereitungen für dein Fotoshooting beschäftigt. Ist was? Hab ich dir irgendwas getan? Ich wundere mich halt, dass du mit diesem Schleimer Zeit hast zu reden, wo du so im Stress bist. Also erstens ist Raul kein Schleimer und zwar... Ja, ich weiß. Er ist nett und zuvorkommend. Ganz genau. Und zweitens habe ich ihn nur gefragt, ob er das Catering für das Shooting heute Abend machen kann. Die arbeiten nämlich alle umsonst. Ein kleines Catering. Sag mal, kann es sein, dass du eifersüchtig bist auf Frauen? Hey, glaubst du wirklich, dass ich was von ihm will? Wie kommst du denn darauf? Ach so, weil ich gestern mit Andrea so schwärmerisch über Raul gesprochen habe. Mensch, das war doch nur Spaß. Ach komm, jetzt hör doch auf, Charlie. Lilly, lass mich einfach in Ruhe, okay? Also manchmal bist du wirklich ein kleiner Spinner. Sagst du mir Bescheid, wenn du dich wieder beruhigt hast, ja? Kleiner Spinner. Eben im Musikunterricht, das war echt voll gut. Ich mache vielleicht mal einen Wettbewerb mit. Jung musiziert. Aber erstmal habe ich ein Vorspiel. Und wenn ich da gut bin, bist du bestimmt. Jung musiziert. Ist das so wie bei den Superstars im Fernsehen? Weiß nicht. Ein bisschen. Und dann bist du vielleicht berühmt und hast dann jede Menge Geld. Meinst du, dann könnte ich mir ein Fahrrad kaufen, so eins wie du hast, mit 3 Gängen. Und wenn du groß bist, dann wirst du ein richtiger Superstar. Vielleicht heirate ich dich dann. Wissen Sie, wie viele Pakete schon zu diesem Dumpingpreis weggegangen sind? 12 Stück. Das macht
36. Fechner, das kann doch nun wirklich mal passieren. Entschuldigung. Entschuldigung. 36% von Ihrem Blumen. Watte zum Abschminken. Ah, Sie meinen Wattepads. Ich glaube, die meinen Frau Busch. Ja. Nein, Moment. Moment, Sie gehen an die Kasse. Kommen Sie, Herr Detmer. Als Lehrer kennen Sie sich doch mit Kindern aus. Ich habe da mal eine Frage. Es geht um kleine Mädchen. Bitte? Um Himmels Willen. Das war nicht so gemeint. Ich interessiere mich für kleine Mädchen. Das heißt, ich meine, ich interessiere mich, mich interessiert, wofür kleine Mädchen sich interessieren. Es geht um meine Patentochter. Ihre Patentochter? Aha. Ja. Wie groß ist die Kleine denn? Ungefähr so. Ach, so, ehrlich, so. Wie meine Patentochter. Also nicht meine richtige Patentochter. Ich habe eine Patenschaft übernommen. Ah. Ja, Katharina, ein Mädchen aus Brasilien. Wir schreiben uns regelmäßig. Und wofür interessiert sich Ihre Patentochter so? Ich meine, was für Vorlieben haben so kleine Mädchen denn? Naja, Katharina begeistert sich natürlich für Pferde. Pferdebücher, Pferdepuzzles, Pferdeposter. Alles. Ja, alle Mädchen interessieren sich doch für Pferde. Ihr Patenkind nicht? Doch, ja. Ich glaube schon. Und Katharina malt sehr gerne. Zum Geburtstag, da wollte sie Buntstifte. Habe ich übrigens hier bei Ihnen im Laden gekauft. Lilly ist auch sehr kreativ. Sie hat mir mal ein ganz buntes Bild gemalt mit einem Haus drauf, Wolken und Blumen und so. Ach, Katharinas größter Wunsch ist eigenes Schminkzeug. Ich denke, das kriegt sie zu Weihnachten. Kinderschminkzeug? Ich glaube, da haben wir doch irgendwo hier so ein Kinderschminksortiment. Hey. Pass mal auf, ich habe jetzt überhaupt keinen Nerv auf irgendwelche Spielchen, ja? Feli, ich wollte nichts sagen. Ich wollte mich einfach nur entschuldigen. Ich weiß nicht, was ich vorhin hatte. Schon gut. Ist irgendwas? Was ist denn los? Was los ist? Victor hat Grippe. Ein Model? Ja, ausgerechnet der Mann. Und ich habe doch dieses Jahr fast nur Männersachen. Mist. Das kannst du laut sagen. Jetzt ist alles organisiert. Der Fotograf, Maske, Hairstylist. Da fängt sich der Typ so einen blöden Grippevirus ein. Aber du, es gibt doch nicht nur ein männliches Model, oder? Ja, sollte man meinen. Aber ich habe schon überall rumtelefoniert und es ist nichts zu machen. Im Augenblick sind überall große Messen. Und Feli, ich denke, du kriegst es hin. Weißt du, was hast du bis heute Abend Zeit? Und sonst, ich könnte doch dein Model sein. Das könnte der Start einer großen Weltkarriere sein. Siehst du, du lachst schon wieder. Oh, manchmal bist du zu süß. Dafür liebe ich dich. Oh, leider bist du dafür echt zu klein. Basic Line? Ja, genau, ein Mann. Kennst du einen? Auch nicht. Ja, danke. Ciao. So wie es aussieht, kann ich das Shooting heute absagen. Na, Bohlen und Effe. Was für ein Mann. Wie geht's euch in eurem Ferienlager? Ich weiß ja, zu Hause habt ihr einen schönen Käfig. Aber ist ja nicht für lange. Nein, Lilly, sagt Lilly. Sie heißt Lilly. Einen Monat soll sie bei mir bleiben. Ich bin ja auch nicht so froh darüber. Ach, dann halt nicht. Hinter all dem steckt natürlich Mama. 4 Wochen lang so ein Kind. Sie hat meinem Cousin Jakob versprochen, dass die Kleine zu mir kann. Sie hat ja keine Mutter mehr. Und sonst gibt's wohl auch niemand. Was soll ich da machen? Mama hätte die Kleine bestimmt selbst zu sich genommen. Aber das geht ja nicht mit ihrer Krankheit. Ich kann Mama einfach keinen Wunsch abschlagen. Nein, Lilly. Aber den einen Monat mit Lilly, den kriegen wir schon gebacken. Na, wie sieht das aus? Hallo. Hallo, Frank. Ist Timmy noch nicht da? Machst du Witze? Diese Trödelei geht mir so auf die Nerven. Hast du die beiden mal auf dem Heimweg gesehen, Ann-Kathrin und Timmy? Oh, es ist echt der Hammer. Die brauchen für den Weg vom Hort nach Hause mindestens eine Dreiviertelstunde. Starke Leistung. Das sind mindestens 800 Meter.
Jetzt lass sie doch trödeln. Och, Frank, bitte. Timmy hat in 3 Tagen sein Vorspielen. Und da kann er wirklich jede freie Minute gut zum Üben gebrauchen. Wir waren uns doch einig, dass wir ihm keinen Stress machen. Vielleicht sollten wir erst mal rausfinden, ob ihm das Klavierspielen überhaupt Stress macht. Hm? Was heißt hier rausfinden? Fragen, ganz offen. Wir hatten das doch so abgesprochen. Mhm. Ja, und was? Was genau willst du ihn fragen? Ob er bei Jugend musiziert mitmachen will, was er über das Internat denkt. Genau. Dann frag ihn doch gleich auch noch, ob er überhaupt Lust hat, Klavier zu spielen. Hm? Ja, auch das. Er muss ja nicht. Frank, bitte, so geht das nicht. Das muss man schon etwas subtiler machen. Was glaubst du denn, was er dann sagt? Hm? Keine Ahnung. Dass er mal Lust hat und mal keine. Das ist doch ganz normal. Ja, sicher ist das normal, aber... Frank, wenn man ein Instrument lernt, dann ist das manchmal auch ein bisschen anstrengend. Und dann muss man eben ein bisschen Druck auf die Kinder ausüben, weil sie sonst gleich alles hinschmeißen. Sanften Druck. Ich meine, ich frage Timmy ja auch nicht, ob er Lust hat, lesen und schreiben zu lernen, oder? Das ist etwas völlig anderes und das weißt du auch. Hallo, mein Schatz. Wenn Timmy keine Lust hat, Klavier zu spielen, dann... Oh. Hey, Charlie. Hey. Na, alles klar? Ja. Hast du Bock auf ein bisschen Bilder spielen? Oh, Alter, ich habe 8 Stunden Uni hinter mir. Heute garantiert nicht mehr. Okay, dann sehen wir uns später, oder? Okay, schon. Ey, sag mal, ist heute nicht der große Tag von Feli? Ich meine, Fotoshooting technisch? Ja, aber da werde ich sowieso nicht gebraucht. Bin ich zu klein. Was heißt dir zu klein? Du sollst doch nicht modeln. Wie es aussieht, modelt da vielleicht gar keiner heute. Aber ist mir sowieso auch scheißegal. Ey, jetzt warte mal, Charlie. Habt ihr euch gestritten? Ach. Feli geht mir halt tierisch auf den Nerv. Wie ist der denn drauf? Was ist denn jetzt mit Lilly? Bohlen und Effe, Ruhe im Glied. Hallo Mama, endlich. Ja, weil mir kein Mensch Bescheid sagt, wann... Nein, Jakob hat nicht nochmal angerufen. Ist die Kleine denn jetzt schon unterwegs oder... Prima. Ich hätte sie aber doch am Bahnhof abgeholt. Jetzt ist es zu spät dafür. Nein, ich finde es nicht richtig, die Kleine mit dem Taxi allein durch Köln zu schicken. Ja, ich weiß, dass sie kein Baby mehr ist. Sag mal, Mama, was für ein Typ Mädchen ist sie denn nun? Unproblematisch, hört sich gut an. Sehr modern, aha. Verstehe. Na, das ist ja erstmal nichts Schlechtes. Ich könnte doch dein Model sein. Leider bist du dafür echt zu klein. Kann es sein, dass du eifersüchtig bist auf Frauen? Hey, Charlie, wo willst du denn hin? Komm rein, ich habe einen Ersatz für Victor gefunden. Dir einschlafen, Mama. Und Papa? Was machen wir mit dem? Der ist doch beim Skat spielen. Na, komm her. Und wenn er wiederkommt, kann er mich herübertragen. Du bist mir einer. Sag mal, Tim, hat dir das Klavierspielen heute Spaß gemacht? Hm? Weil der Papa macht sich ein bisschen Sorgen, dass das zu anstrengend für dich wird. Schule und Klavier üben. Ann-Kathrin kann noch zu dem Vorspiel kommen, oder? Und wenn noch jemand aus seiner Klasse kommen will? Das ist kein Problem, da kann kommen, wer will. Okay. Wenn ich groß bin, will ich richtige Konzerte geben. Mit ganz vielen Leuten, die zuhören.
Da musst du aber ganz, ganz viel üben dafür, mein Schatz. Willst du das? Auch wenn draußen super schönes Wetter ist und alle deine Freunde draußen spielen. Ich will ein Superstar werden. Ach, Timmy, selbst wenn du jeden Tag ganz fleißig übst, kann dir niemand versprechen, dass du mein Superstar wirst. Verstehst du? Hast du eigentlich schon Angst vor deinem großen Auftritt? Bestimmt. Die großen Stars haben ja auch noch Lampenfieber. Das ist ganz normal. Mein Gott, was soll denn schon groß passieren? Vielleicht verspielst du dich. Na und? Das ist auch kein Beinbruch. Dann kriegst du irgendwann mal nochmal eine neue Chance. Also mach dir nur keinen Stress, mein Baby. Mach dir bloß keinen Stress. Sie raucht. Aber du hast doch gerade gesagt... Jakob hat sich schon mal mit einer Zigarette erwischt. Ja, ich werde ein Auge drauf haben. Sag mal, wie alt ist Lilly denn nun eigentlich? Du, Mama, ich muss Schluss machen. Sie kommt da gerade. Bestell ich. Ja, tschüss. Tachchen. Bin ich hier richtig oder was? Bist du dieser Onkel Thorsten? Meine Haut an. Keine Unreinheiten zu sehen. Neu. Entdeckt Piozone, das erste Programm für langanhaltende Reinheit von L'Oréal Paris. Schlägt Hautunreinheiten in nur 3 Schritten K.O. Piozone von L'Oréal reinigt tiefenwirksam, verfeinert die Poren, vermindert das Nachfetten der Haut. Überzeugt euch, meine Haut ist rein und soll es auch bleiben. Neu. Das Piozone-Programm von L'Oréal Paris. Weil ihr es euch wert seid. Marienhof im Ersten. Präsentiert von Maggi Texicana Salsa. Einzigartig.